Steige. Wir stehen in Oddehöfe und laufen zu dritt heute den, wie heißt das, Frank? Mühleweg. Mühleweg. Mit irgendwas 11,5 Kilometer. Wir haben heute den 6.3. Ja, wir haben so um die 2 Grad. Wetter passt. Himmelblau. Frank zieht noch Schuhe an. Und dann geht's los. Mal erste Schilder suchen, orientieren und dann ab die Post. Oh, Oddehöfe Bahnhof. Und in die Richtung soll es weitergehen. Erstmal. Und dann denke ich mal über irgendwelche Berge drüber, oder? Wird uns nicht erspart bleiben. Da haben wir nicht den Mühleweg. Das ist unser Logo und dem gehen wir einfach mal hinterher. Darüber zu ist irgendwo vermutlich, oder? Spuck mal drauf, Frank, dann hast du Wasser. Hast du Regenwasser jetzt, glaube ich, Antriebe, oder? Ja, da ist so ein Ding drin. Da. Ja, ja. So, da haben wir die erste Mühle schon mal. Schön. Komm mal ruf. War der erste Anstieg mal nicht schlecht, oder? Ich muss aufpassen. Sonst sehen ihr mich nicht. Von lauter Sonne, gell? Also, wie gesagt, wir gehen hier hoch und sind noch guter Dinge. Dann haben wir wenigstens schon mal die ersten paar Höhenmeter. Aber da wird noch einiges kommen. Da ist schon mal mehr der Kamera. Und da ist das Schafgetier. Da unten liegt jetzt Oddehöfe. Da unten ist die Kirche, wo wir vorhin waren. Und jetzt geht es dann weiter. Den Berg hoch. Aber sympathische Menschen, da oben wird badisch fahren, Frank. Fällt mal schon. Ist unser Mühleweg wieder. Benzmühle. 3,5 Kilometer steht da oben, siehst du. Und ich glaube, wir müssen den unteren Weg von den zwei, oder? Ja, wunderbar. Jetzt bin ich schon fertig am Schnuppen, ist unglaublich. Aber von Mal zu Mal wird es immer besser. Wird es besser, gell? Aber lauter schnuckelige kleine Häusle überall. Ja? Wunderschön. Echt herrlich. Doch, der Weg kann man bis jetzt empfehlen. Und vor allen Dingen ist er gut ausgeschildert. Ja. Jetzt haben wir so um die 3,5 Kilometer schon weggelaufen. Und das Wetter wird immer schöner. Und die Gegend auch. So langsam sind wir richtig aus der Oddehöfe raus. Ja, man hört nichts mehr von Autolärm oder sonst irgendwas. Ja.
einfach herrlich. Suchen wir uns noch irgendwo ein Bänkle und einen Tisch, wenn es geht. Aber am besten in der Sonne. Und dann gibt es mal etwas zum Essen. Ne? Oh ja. Läuft, Janis? Wenn du Dad Lola heißen müsstest, rennen. Erstmal das Bäuchle füllen, he? Jawohl. Bei dem schönen Ausblick. Tee genießen und vor allem der Ausblick. Und wir haben es gut, wir stehen auf dem Kamm und können theoretisch auch in die Richtung gucken. Aber das sind wir halt von der Sonne geblendet. Ne? Ehrlich? Absolut. Alles wieder eingepackt? Ja. Jawohl. Kein Müll zurückgelassen? Nein. Nein? So gehört sich das. Natürlich nicht. Dann geht's weiter. Auf unserem Mühleweg. Was haben wir denn jetzt gelaufen, Frank? Ich glaube 4,5. Was sagt er? Der Kamot. 4,7. 4,7 gelaufen. Das heißt, wir haben noch 7,3. Alla gut. Jetzt, wie heißt das Ding hier? Ottenhöfen im Schwarzwald. Wie heißt die Mühle, findest du es? Benzmühle. Benzmühle, gell? Genau. Ich mich. In Forscherbach am Bach. So. Wieder eine Mühle gefunden. Und weiter geht's in unserer Tour. Mhm. Aber einiges an Viecher, ja? Ja, auch noch Viecher, was sie Ziege und Esel haben sie da unten noch. Auf dem Weg sind auch noch zwei und alte Gänse. Esel. Ja, zählen noch dazu. Nicht schlecht. Die Benzmühle. Das ist mit Sicherheit im Sommer auch ein Magnet, ein Wandermagnet. Und was habt ihr zu erzählen? Weg sind sie.
Guck mal, Anja. Esel gibt's auch. Schön. Cool, was ist da drin? Ah, guck, das ist eigentlich die Mühle, es ist, aber ist abgesperrt. No coming in. Und wir gehen da hoch. Genau. Aber es ist jetzt auch ein Ding gewesen, oder? Ja. Einmal im Ring um die Mühle rum und dann wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Aber das gehört dazu. Das gehört halt zu der Strecke dazu. Schön ist es trotzdem gewesen. Ja. Gehen wir halt wieder zurück. Guck mal, was da im Wald wächst. Für komische Blume. Ist ja der Hammer. Schon wieder verlaufen. Ach, macht ja nichts. Wir laufen ja alle gern. Vollbetrieb, ja? Uns schwan so langsam, warum wir uns dauernd verlaufen. Weil wir, glaube ich, gar nicht mehr auf der offiziellen Mühleroute sind, sondern sich doch bei uns schon mal jemand mit Komoot verlaufen hat und wir dem einfach hinterher tripsen. Aber ich muss sagen, der Weg ist trotzdem schön. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man irgendwann die Beschilderung von unserem Mühleweg wiederfinden. Ne? Und dann schauen wir mal zum Schluss, was wir am Ende vom Tag an Kilometer zusammengestapelt haben. Ob man da irgendwie von wegliegen und vor allem in welche Richtung, dass man davon wegliegen von der Realität auf dem Schild. Ne? Also gut. Ich passe da ein bisschen besser auf, wo ich nachlaufe. Bis gleich. Was für ein geiles Wetter. Meine Glück. Und wieder eine Mühle. Mühle am Rhein sind wir jetzt. Thank you.
wunderprächtig. Die Magnolientreiber aus. He? Ja. Noch ein paar Tage. Da steht ja in der Blüte der Magnolienbaum und das ist ein großer. He? Herrlich. Da haben wir den Spruch, oder? Wenn's stinkt, hat ihr Deo versagt. Wo gehen wir hin? Also so. Janis, kannst du noch? Nein. Bist du noch motiviert? So, komm schon runter ins Auto, Janis. Da kannst du rudern, wie du willst. Da kommst du runter ins Auto. Oder willst du den Brunnen wegrudern? So, jetzt geht es ganz langsam zu Ende. Wir haben jetzt noch ungefähr 2,5 Kilometer und dann sind wir wieder am Auto. Aber bis dahin sind wir mal noch gespannt, wo wir noch überall durchkommen. Ja, das stimmt. Und ob wir noch mal nuff oder runter oder ob wir es nur geradeaus kriegen. Ja? Aber bis jetzt wirklich Bombe. Passt. Kann man empfehlen, das Wegle. Absolut. Schön. Einfach schön. Ich bin der Holzmecher. Der Holzmichel. Hier nochmal Mühleweg und der Oberbahnhof Otterhöfe 2,4. Da will er mal hin. Wohl auch lustig aus, oder? Mhm. Ich hab die Haare schön. Ja, der Idiot, die Haare schön. Einmal noch die Treppe runter und über den Bach. Und dann müsste man es, denke ich, doch schon wieder haben, oder? So, für uns geht der Mühleweg zu Ende. Ein bisschen verlaufen. Bombe Wetter geht.
Ein Schwerverletzter haben wir dabei. Aber der ist tapfer mitgelaufen. Wir haben jetzt ungefähr, was haben wir auf dem Tacho? 13,5 oder irgendwas, ja. Knapp, oder? Ja, 13,5 Kilometer gelaufen. Bitte nachmachen, echt schöner Weg. Wir verabschieden uns. Wer uns unterstützen will, Daumen hoch oder Abo. Kein Thema, wir freuen uns. Also, bis die Tage. Denke dran, was der Peter Lustig sagt. Die Kiste einmal wieder abschalten, rausgehen, selber was machen. Also, ciao, bis beim nächsten Mal.